Hallo Freunde und willkommen zurück zu Styx Master of Shadows, wo uns die Schatten ihren Dienst versagen. Beziehungsweise wo wir keinen Nutzen aus den Schatten ziehen können, weil Elfen. Die Elfen sind Arschlöcher. Und ja, außerdem haben wir keine Wurfmesser mehr und ich bräuchte Wurfmesser. Ich habe wirklich keine Wurfmesser mehr. Käse. Das tut mir schon fast leid, dass der da so perfekt steht. Was, da war ein Geräusch. Quatsch. So, ist jetzt hier noch irgendwas drin? Ja, nur eine Münze, toll. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Aber gut. Wir wollten zumindest mal gucken, was da so abgeht. So, hier drin lief irgendwo auch ein Elf rum. Ich hoffe, der ist gerade unten. Ja, scheint. Scheint so, als wäre er das. Oh, da ist ein Soldat. Da leben noch Menschen. Ich habe mich nie so gefreut, menschliche Gegner zu sehen in diesem Spiel. Wobei doch eigentlich schon. Eigentlich waren die Menschen jedes Mal die angenehmeren Gegner. Sogar Ritter sind angenehmer, weil... Ja, wobei eigentlich nicht. Frage ist, was machen wir jetzt intelligenterweise? Nein. Ich habe nicht genug Goldharz für Unsichtbarkeit. Das ist scheiße. Ich wollte eigentlich da hoch. Das war so mein Plan, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wir sind hier oben. Hoffentlich erstmal in Sicherheit. Das ist doch schön. Das war knapp. So, die Frage ist jetzt irgendwie mit einem dieser Kronleuchter können wir den Ritter ausschalten. Nehmen wir den hier gerade mal. Perfekt. So. Sonst noch irgendwer hier oben? Ich sehe halt niemanden sonst. So. Liegt da gerade so. So, wir nähern uns dem Herz des Baumes. Wir sind im dritten von vier Teilen des Levels Wiedergeburt. Die Frage ist natürlich, ist Wiedergeburt das letzte Level? Kann ich mich einfach hinter dem Ritter runterfallen lassen? Ist hier sonst noch irgendwen, der mich bemerken könnte? Wir probieren es mal. Goldharztrank. Den will ich ja eigentlich haben, ne? Und das ist noch ein Ritter. Und noch ein Ritter. Fuck. Das sind zu viele Ritter. Holy shit, wir könnten von hier aus das Feuer da hinten ausmachen. Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Ich gehe einfach mal. Ich hatte jetzt nicht die Lust, mich an den Hockern vorbeizuschleichen, um zu riskieren, dass der Ritter mich erwischt. So, das Rätsel kennen wir ja noch. Oh. Du bist ja fast gut zu sehen. Geh weg. So, wir auf den Dingern sind immer die Sachen abgebildet, auf denen wir laufen dürfen. Das ist noch harmlos. Du... Ich habe einen Tacken zu wenig die Kamera gedreht.
Das ist richtig Arsch, dass da jetzt auch noch Verdammte bei rumflattern. What is happening here? Komm her. So, bis hier können wir gehen. So. Bis hier. Da vorne die beiden. Das hier. Du bist dabei. Du bist dabei. Dich darf ich auch. Hier darf ich gar nichts. Das, was aussieht wie ein E. Und das sind die beiden hier. Puh. Wir sind durch. Styx ist auch scheinbar schon da. The spy system installed by Querberus for Barriman looks just like the dick who invented it. Let's see. The main duct. The one which listens to the tree. Wie auch immer er da gerade hochgerollt ist, aber gut. Das konnte damals schon Donkey Kong. So, der letzte Teil von Wiedergeburt. Ist das jetzt der Bosskampf gegen Styx? The World Tree. Finally. Quick. Find the heart. Find Styx. Und das Tor geht zu. Wetten. Okay, das Tor geht hinter uns zu. Ah, da ist Styx schon. Holy shit, sind das viele Verdammte. My mark. I can no longer hear you. Ah, yeah. I found that tattoo a little too showy. Not my style. And surprisingly, my headaches have been much better since I got reborn. You should try it. Real rush. So go and live your life somewhere else and leave the heart to me. My life starts now. For the first time, I'm certain of what I want. No elf or Rakash like you is gonna tell me what to do. Akanash, the heart, I don't give a shit about any of it. I just want to make you suffer as much as you made me suffer. Yeah. I know what might really piss you off. What if I destroyed this heart that you want so much? Would you and all the other mind-fucking dickheads like that? Huh? Would you? No! Don't do that! I forbid you! You too are a creature of the Amber. You will lose all your memories! But Styx, I ain't got no memories, remember? A flawed creature like you can never defeat me. Even if you no longer carry my mark, I have other ways to find you. Go say hello to your brother, Vermin. Okay, das ist scheinbar eine Art Bossfight. Was mit euren scheiß Brotmessern auf? Okay. Offener Fight funktioniert nicht so gut, würde ich sagen.
Problem ist, wir haben, glaube ich, auch kein Ember, also kein Goldharz für eine Unsichtbarkeit, oder? Ja. Lebenstrank und Sand. Mehr haben wir nicht. Der eine läuft da hinten die ganze Zeit im Kreis. Der läuft hier im Kreis um den Dingens rum und der läuft da im Kreis. Toll. Na gut. Da machen die Schaden mit den Wurfmessern. Das Problem ist, wir sind nicht gut ausgerüstet. Für das, was wir hier tun müssen. Die Frage ist, was können wir denn tun? Es gibt hier eigentlich keinen Ort, an dem wir uns wirklich verstecken können. Der Kerl hat einen Wurf. Das wird die halt... Nee. Die haben irgendwie scheinbar kein festes System in ihren Läufen. Das stört mich gerade extremst. Jedes Mal mit seinem ersten Schlag treffen muss. Verdammt! Ich bin so scheiße in diesem Timing. Da haben wir doch angeblich schon das bessere Zeitfenster gekriegt. Ja, ich hätte mir definitiv auch noch das Messer nehmen müssen, weil... Also das Messer auch ausrüsten und nutzen müssen, weil... Hä? Was zur... Warum zur Hölle ist der jetzt hier? Lief gerade ziemlich gut. Come on. One left. Toll. You wanna die? Nö, nicht so wirklich. Stop fooling around. Jetzt schafft er das. Meine ja, genau. Sind die unsichtbar oder was? Okay, jetzt behandelt sie wie ganz normale Gegner, nur dass wir sie nicht vernünftig sehen können. Was soll das für ein Bosskampf sein? Einfach nee. Sorry, aber das ist kein cool designter Bosskampf. Ja.
verstehe auch nicht, der läuft mal so. Der läuft, wie er Bock hat. Da habe ich ja richtig Lust drauf, ey. Was ist das denn für ein Dreck? Den Boss fällt hier gerade echt nicht. Ah, und zurück darf ich nicht. Okay. Ja, gut. Auf diese Kante kommt Styx halt auch nicht vernünftig klar. Ja. Hey. Stelle ich mich jetzt einfach nur an oder ist das echt einfach ein Scheißdesign? Sorry, aber nee. Ich kann mich nicht unsichtbar machen, weil... Ja. Ja, klar, so kann ich sie sehen. Ganz normal. Und jetzt reagieren sie wieder alle. Guten Tag. Dankeschön. Wir haben ein Messer im Rücken und ich bin tot. Vor allem, das war ein Messer ins Gesicht, aber pst. Halt, ich habe keine Wurfmesser, ich habe nichts, womit ich irgendwas gegen die machen kann. Und die können alle super mit Wurfmessern werfen und mich jederzeit treffen. Ein Styx hat sich da oben verzogen. Toll. Ich kann sie halt noch nicht mal aus dem... um die Ecke herum töten. Ich bin da gefangen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht da rauskommen. Es ist auch, man drückt Rollen und das Wurfmesser trifft dann halt trotzdem. Verstehe nicht, was ich hier machen soll. Na, der reagiert. Ich bin tot. Wie könnte ich die denn abfangen? Versuchen wir das einfach mal so. Ja, den kennen wir schon. So. Versuchen wir das halt komplett neu. Wieso läuft der jetzt schon wieder direkt so? Ich begreife es einfach nicht. Haben die denen keine festen Routen gegeben? Haben die gesagt, ja... Pff. Geh halt mal dahin und mal dahin. Zwei Wurfmesser und ich bin tot. Egal was ich mache. Und es kommen zwei Wurfmesser geflogen. Muss die irgendwie einzeln dahinter locken. Das Problem ist, dann habe ich keine Zeit, mir die Wurfmesser zu schnappen. Und ich brauche die Wurfmesser. Die brauche ich spätestens für die nächste Phase.
sich, der Ansatz gerade war gut, weil wir irgendwie Glück hatten, aber danach hat er uns halt gesehen, dass wir die Deckung wechseln wollten. Und wir können auch nicht verhindern, dass der uns sieht. Ah, jetzt sieht der uns wieder. Ja, und der andere kam ran zum Wurfmesser werfen. Ich guck mal, ob ich irgendwas übersehe. Aber notfalls, ja, entweder sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier irgendwie eine flinke Idee habe, oder wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir das nochmal versuchen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat, und wir sehen uns. Ciao, Freunde.